Rote Lampions, Glückskekse, Drachen und fremde Schriftzeichen. Tritt man in die Galerie im Lokschuppen Jefa, wird man in eine andere Welt entführt. Dort haben die Künstlerinnen Gabriele Böger, Angelika Glaub, Vera Mark und Renate Palt ihre neue Ausstellung Impuls China – Kunst im Gepäck am Sonntag eröffnet. Ihre Werke entstanden nach einer gemeinsamen China-Reise. Ihre Eindrücke haben sie festgehalten, jede von ihnen hat andere Schwerpunkte gesetzt. Noch bis zum 4. Oktober kann die Ausstellung besucht werden.